Und gucken mal, ob da was ist. Warte, hier kommen wir gar nicht lang, ne? Müssen außen rumlaufen. Oh. Das, ja. Ich sag dazu nichts, ne? Gosha Garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Make you say they run my home. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir, dem Ratzler, in der German Edition, sage ich jetzt mal. Und zwar ist der Weinwood-Transport hier gerade über das Gras gefahren, weil ich diese Parkbucht hier blockiert habe. Also keine Angst, das war nicht ich, sonst das ist ja eigentlich strafbar, aber das lassen wir jetzt mal durchgehen, weil ich möchte jetzt hier was, möchte jetzt anmoderieren quasi. Wir spielen wieder in der German Edition, das heißt wieder alles mit Deutsch und diesmal sogar ein bisschen mehr. Ich habe jetzt wieder ein paar Sachen hinzugefügt, weil das Feedback ja überraschend hoch positiv ausgefallen ist. Dachte ich mir, mache ich das jetzt immer abwechselnd, zumindest ist so der Plan. Deutsch Land ist immer ein bisschen aufwendig, weil ich habe das Gefühl, dass die Deutschen nicht modden können. Also irgendwie, ich habe die Autos von Top Mods und ich möchte keinen Vorwurf machen. Die Autos sind nice von außen, aber irgendwie von innen sind die zum einen für den Arsch, möchte ich mal sagen. Und irgendwie das Modell hat irgendwie, ihr kennt doch bestimmt den Sheriff-Wagen noch aus den alten NSPDFA-Folgen, den großen Kastenwagen. So sind irgendwie alle Autos bis auf der jetzt, deswegen ist das auch mein Lieblingsauto. Wobei selbst da eiert der Reifen ein bisschen. Aber bei den anderen Autos eiert der Reifen die ganze Zeit. Hier ist halt die G-Kraft quasi umgekehrt, wenn ich jetzt, warte, ich muss euch das eben demonstrieren. Wir legen gleich los, pass auf. Ich fahre jetzt hier in die Kurve und da sieht mir es nicht so gut. Ich muss ein bisschen, glaube ich, ein bisschen schneller fahren. Aber auf jeden Fall, der Wagen, irgendwie hat er eingedrückte G-Kräfte quasi. Also, es ist ganz komisch. Er fährt quasi wie eine Achterbahn. Weißt du, wenn du jetzt hier links fährst, dann geht er quasi so ein bisschen rein. Man merkt es beim Fahren mehr, weil sich das Handling dazu irgendwie voll komisch anfühlt. Was aber ein cooles Handling ist. Also das Handling ist irgendwie cool gelungen. Weil der schwimmt so schön irgendwie. Das mag ich. Und das ist halt so ein bisschen, naja, und deswegen irgendwie, Deutschland ist nicht so begabt im Modding, möchte ich mal sagen, glaube ich zumindest. Zumindest was die Autos in GTA angehen, ist das irgendwie ein bisschen komisch. Weil ich habe jetzt keine Autos gefunden, die ans Niveau von den USA-Autos rankommen. Aber ich denke, ich habe eine gute Auswahl getroffen. Zumindest hoffe ich das. Eure Meinung natürlich gerne in den Kommentaren. Auch Vorschläge, whatever. Ich habe jetzt nicht alles ersetzen können, weil ich einfach schlichtweg einen Polizeihelikopter zum Beispiel habe ich einfach nicht gefunden. Nur einen, der den Swift ersetzt. Aber das bringt uns gar nichts. Wir brauchen nämlich den Polizeihelikopter und nicht den Swift. Falls ihr da was habt, könnt ihr das mal gerne reinschreiben. Ansonsten spielen wir halt mit einem normalen Polizeihelikopter. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, den sieht man ja sowieso nicht. Aber gut, ich würde sagen, ich habe jetzt mal genug gelabert. Wir legen los. Und zwar haben wir Armed Individuals. Alles klar, da fahren wir hin. Eine andere Sirene wollte ich mir auch mal reinmachen. Eine mit einem Pack. Ich wollte zumindest mal nach einem Pack suchen. Ich habe es jetzt heute nicht gemacht. Weil ich habe ein Gefühl, dass es noch ziemlich crash-anfällig ist, das Ganze hier, was ich da gerade irgendwie fabriziert habe. Deswegen, ne, wie gesagt, kann auch sein, dass es einfach abschmiert. Das müssen wir jetzt einfach mal, weiß ich, das ist ja für mich komplettes Neuland. Ich habe ja bis jetzt nie in Deutschland gespielt und deswegen kenne ich mich da auch gar nicht, überhaupt nicht aus quasi. Und deswegen, das muss ich ja gerade so ein bisschen entdecken. So, der ist auch bestimmt hier unten. Wir machen mal Licht an und gucken mal, was hier unten abgeht. Aber ich glaube, hier ist der nicht. Der ist, glaube ich, in der Unterführung hier drin. Also, soweit ich weiß, geht es hier links irgendwo rein. Hier vielleicht in der Aufbauart. Das blendet. In der Auffahrt. Aber wo ist denn der Typ? Achso, wir sind gerade nicht mehr im Kreis. Gut. Okay, vielleicht machen wir mal kurz hier leise. Dass wir nicht so auffällig sind. Aber ich habe so ein Gefühl, dass wir den irgendwie nicht finden. Okay, warte, ich habe eine Idee. Der könnte vielleicht hier unten sein. Parkt mal eben hier. Und vielleicht merkt man es auch schon, irgendwie, wenn wir in Deutschland spielen, spiele ich viel vorsichtiger irgendwie. Weil ich ja irgendwie der Meinung bin, dass die deutsche Polizei nicht so rustikal vorgeht. Allerdings habe ich da ja sowieso keine Ahnung von.
Deswegen würde ich da gar nicht einfach ignorieren, wie ich spiele. Aber jetzt müssen wir mal gucken, boah, was auch krass ist, ich komme gerade von der Runde GTA 4, weißt du, dachte ich spiele jetzt eine Runde GTA 4. Hab's mir gestern extra gekauft, wieder mal für Steam, weil ich keinen Bock hatte, bei uns auf dem Dachboden zu rennen, das dort aus den Spielen zu kramen. Dachte ich mir, ich spiele eine Runde GTA 4 und jetzt nehme ich gerade GTA 5 auf. Sag mal, der ist hier nicht, ne? Jetzt nehme ich gerade GTA 5 auf und das ist. Boah, das ist ein Augenschmaus. Also, ich habe GTA 4 ohne Mods. Ich spiele die Story gerade privat von GTA 4 nochmal durch. Einfach, um es nochmal zu erleben und ein bisschen, ne, Nostalgie und so. Und jetzt kommst du in GTA 5 und hast diese schöne Beleuchtung und so, nicht alles so trüb und. Aha! Es kommt gleich viel besser rüber. Aber ich finde den Typen nicht. Das ändert nichts da oben. Da oben sind zwei Leute. Pass auf, die befragen wir jetzt. Wie kommen wir da jetzt hoch? Also, wir sind so 6 Minuten, haben jetzt schon vertrödelt, den Einsatzort zu finden. So, hier ist eh nicht mein Gebiet. Wir müssen mal eben hier hoch. Müssen mal kurz gucken, ob die da hinten sind. Hoch, wo sind denn? Ah, da. Sind das vielleicht die Armored Individuals? Guten Tag. Nö, das seid ihr irgendwie nicht. Aber ich finde die nicht. So, da springen wir besser nicht runter. Es ist aber irgendwie komisch. Wo sind die denn? Also, ich meine, das ist doch irgendwie. Hä? Boah, wie lange muss ich das. Okay, hier geht's runter. Das gibt's doch nicht. Okay, pass auf. Ich habe also eine Vermutung habe ich jetzt noch. Das erstreckt sich doch über dieses Autobahn-Ding, ne? Dann fahren wir mal im Auto auf die Autobahn. Und gucken mal, ob da was ist. Oh, warte, hier kommen wir gar nicht lang, ne? Müssen wir außen rumlaufen. Oh. Das. Ja. Ich sag dazu nichts, ne? Das war nicht ich. Das war mein Bein. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht so rustikal spiele? So, okay, warte, jetzt machen wir aber schon hier Dingsel an. Fahren mal hier auf die Autobahn. Ach guck mal, die halten sogar an, freundlich. Oh Gott, da hat schon gekracht. Oh Gott, okay, wir beeilen uns mal ein bisschen, dass wir hier nicht noch mehr Unfälle verursachen. Ändert aber nichts daran, dass ich hier trotzdem keine Leute finde. Wo ist das denn? Ist das hier unten? Aber hier irgendwie? Das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen blöd. Oder fahr mal nach hinten. Gucken mal kurz. Oh Gott, die fahren ja alle hinten rein. Das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt verursachen. Oh Gott, nein, nicht mir reinfahren. Vorsichtig. Oh Gott. Alter, ihr könnt euch ruhig wieder formieren. Ich habe ein Gefühl, dass hier niemand ist. Ich glaube, das ist falscher Alarm. Wir nehmen jetzt einen neuen Einsatz an hier. So, wir haben Drogen. Wir müssen einen Drogentyp festnehmen. Ich habe erstmal 8 Minuten lang damit verschwendet, hier irgendwie vermeintlichen Typen zu suchen. Und unsere Stoßstange hinten wurde eingedrückt. Ist ja mega behindert. So, wir haben jetzt jemanden wegen Drogen. Den müssen wir verhaften. Das heißt, wir werden mal nicht so auffällig sein, müssen aber trotzdem auch den einfangen können. So. Windsor ist das, okay. Approach with caution, das kriegen wir schon hin. So, komm. Fahren Sie bitte rechts ran. Was hast du? Ja, okay, du, das wissen wir alles schon. Ich bin immer dabei, das alles zu lesen, weil ich denke, das ist ein anderes Spiel, aber im Prinzip ist es ja eh immer das gleiche, nur in einer anderen Farbe quasi. So, wir müssen sie festnehmen wegen Drogen. Ja, im Prinzip müssen wir da gar nicht lange rumreden. Ich würde sagen, dass sie einfach aussteigen. So. Ey. Alter, ich wurde getasert. Das gibt's nicht. Nein, mark any evidence. Oh Gott. Alles klar. Da wird die Gutmütigkeit des Polizisten ausgenutzt. Okay, das heißt, wir holen schnell eine Verfolgung. Air Support und Kollegen. Huch. Scheiße, Alter. Alter, what the fuck, ey. Okay, das heißt, wir müssen aufpassen.
Wir wurden getasert. Ist nicht gut. Oh. Dass das da oben abgegangen ist, sieht auch nicht so gut. So, komm. Fahren Sie mal hier so. Ja, komm. Ja, wobei, wir dürfen nicht rammen, das ist Deutschland. Aber jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Komm, steigen Sie aus, steigen Sie aus. Oh, eine Evidenz. Evidenz sind wichtig. 9, ne? Ach, irgendwas halt, egal, wir müssen den kriegen. Ja, ne, wir dürfen nicht schießen. Okay, pass auf. Ah! Überfährt der mit mich. Scheiße. Achso, das war gar nicht unsere Karre. Hier ist unsere Karre. Boah, der flüchtet uns hier. Jetzt kommt mal hier daher. Nein. Scheiße, Alter. Nein, nicht leaving. Ne, 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 ne. Okay, gut. Okay, wir fahren mal an den anderen vorbei. Oh Gott. Oh Gott, das tut mir leid. Boah, der fährt schneller. Alter. Wie kann so ein Winzer so eine Geschwindigkeit aufnehmen? Oh Gott. Oh Gott. Das ist so schon mal nicht. Scheiße. Okay, komm. Der flüchtet zu Fuß. Oh. Scheiße. Ich glaube, wir dürfen schon die Waffe verwenden, oder? In dem Fall. Ja, guck mal, das ist eh ihm gefallen. So, nehmen Sie bitte die Hände hoch. Gehen Sie bitte auf den Boden. So, komm. Nicht stopping. Achso, der macht es schon. Okay. Alter, okay, das war jetzt krass. By the way, die Polizistinnen sehen mit der Uniform so... Ja, genau. Lauf am besten vor mir weg. Sieht halt so aus, ne? Ich hoffe, man hat es jetzt ein bisschen gesehen. Es ist mittlerweile auch Nacht geworden. Das erschwert das Ganze ein bisschen. Ne, das hier ist, glaube ich, nicht unsere Karre, oder? Weil hier ist noch ein Bug, dass hier die Sirenen irgendwie ein bisschen drüber rausgehen. Aber das ist ja egal. Ansonsten ist es eines der besten Autos, glaube ich, oder? Die so modelliert worden sind. Haben sie schon gut gemacht. Aber es gibt... Ey, nicht hier in meinem Auto. Ach ne, da vorne ist unser Auto. Ja, komm, fahren Sie vor. Aber ansonsten irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so ein Gefühl, die Deutschen können einfach nicht morden. Was jetzt auch kein Vorwurf sein soll, das ist einfach eine Tatsache, die mir irgendwie so aufgefallen ist. So, was mir auch aufgefallen ist, wir dürfen einmal reparieren. Alles klar. Alles klar, das klingt lustig. So. Das haben wir schon 13 Minuten, und haben gerade mal eine Folge gesagt gehabt. Muss mal kurz einen Schluck trinken. Lecker Cola. So, was machen wir denn? Was? Müssen ja irgendwie. Guck mal, wenn man das Licht auch nicht gescheit ausmachen kann, ist halt auch so bescheuert. Aber okay. Damit kann ich sogar halbwegs noch leben. Wo ist ein BWL? Egal. Schert uns jetzt nicht. Oh. Bleiben wir mal stehen. Lassen die Leute hier übergehen und fahren jetzt. So, pass auf, den hier halten wir an. Mal, außerdem fährt der eh viel zu schnell hier, ja? Fahren viel zu schnell, fahren Sie bitte mal rechts ran. Komm, fahren Sie ran. Komm. Hallo. Okay. Alles klar. Ach, da hat schon gestoppt. Nee, dann nicht. Ich würde ihn jetzt gerne anhalten. Nee, 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 jetzt fahren sie mal nicht auf die Autobahn hier. Hallo. Ah, jetzt. Okay, Suspect has come to stop. Sie macht eigentlich die Tür zu. Das nervt mich schon jetzt. So, approach the suspect. Guten Tag am Abend, ne? Eine allgemeine Verkehrskontrolle. Einmal bitte die ID. So, wie geht denn das jetzt? Muss ich jetzt hier wieder, nicht SWAT-Team. At N kann ich doch... Wie heißt die, heißt der Typ? Kirk Morrison, oder? Morrison, genau. Ja, bitte durchsuchen. Suspect wanted by LSPD. Alles klar, das heißt, ich bitte Sie jetzt auszusteigen und mitzukommen. Okay, wieso kann ich den jetzt nicht... Nein, nicht
einsteigen. Wieso kann ich denn das hier nicht mitnehmen? Nee, nicht so aggressiv. Wir haben ja... Oh Gott, was haben wir alles mitgenommen? Eine Taschenlampe haben wir, okay. Takedown. Okay, gehen Sie bitte auf den Boden. Auf den Boden. Okay. Können wir den festnehmen? Ja, perfekt. Wir holen Transporter. Und werden dann noch die Karre durchsuchen. Aber das war jetzt einfach. Der war jetzt chillig. Aber wenn der was gemacht hat, er hat sich kooperativ verhalten. Er Flash Drive, ja, das ist in Ordnung. Jetzt gehen Sie bitte aus dem Weg. Ich würde gerne das hintere Dingsel untersuchen. Ach, nur meine Flash Drive. Okay. Kofferraum. Ist im Kofferraum drin. A pair of binoculars. Und a bag of balloons. Was heißt denn, wenn es so gelb ist? Ich sag dazu nichts. Hier übrigens unser wunderschöner Transporter. Der. Oh, guck mal, hinten macht er sogar auf. Hallo, warte, da kommt jetzt ein. Als auf den Käfig. Haha, gefällt mir. So. Leider kann man nicht reinschauen. Die Scheiben sind sehr vertönt. Auch vorne. Sieht aus wie so ein Playmobil-Auto, was so innen nicht eingerichtet ist, quasi. Weißt du, Kinder bestimmt. Dann sind einfach anstatt der Scheiben sind einfach nur schwarze Plastikdinger drauf gewesen. Solche Autos habe ich früher gehasst, weißt du. Da waren die Entwickler oder die Designer der Karren nicht mal so kreativ genug, einen Innenraum reinzubauen. Ey. Das denke ich mir auch so, yo, passt. So. Wir haben Stone Truck, alles klar. Das nehmen wir an. Code 3, okay, alles klar. Code 3, das hat mir einer erklärt, ist dann quasi mit Sirene und Code 2 ist... Boah, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Toll. Auf jeden Fall hat das einer in die Kommentare der letzten Folge geschrieben, also was es halt in Deutschland ist. Und ich habe es mir damals durchgelesen, habe es natürlich wieder vergessen. Weil ich so toll bin und überhaupt egal. So, wir machen jetzt hier Stone Truck. Ist denn der? Da vorne. Okay, dann legen wir mal jetzt einen Zahn zu. Ah, lassen Sie mich durch. Ich weiß nicht, ob die Sirene, also dieses Vio, Vio, Vio ist wahrscheinlich so diese Hupe. Was macht denn der da? Egal, ich frage einfach nicht. Der wird schon wissen, was er da macht. Mal kurz einen Schluck trinken, heimlich. So. Hier rechts, links rein. Okay, können wir eigentlich mit Fernlicht fahren, oder? Wobei, nee, fahren mit normalem Licht. Ah, guck mal, ich höre schon die Kollegen. Oh Gott, hätten wir fast einen Motorradfahrer mitgenommen. Aber ich würde zu gerne First... Wobei, jetzt bei Nacht geht's auch, aber da siehst du nämlich die Inneneinrichtung nicht. Ja, geht sogar. Wir fahren mal ein bisschen First Person. Jetzt gerade können wir es ausnutzen. Oh. Boah, Alter, wo ist denn der scheiß Truck? Das ist da. Der flüchtet, aber was ist das für ein Truck? Dass der überhaupt durch die Berge kommt, ist schon ein Wunder irgendwie. So, jetzt komm, leg mal. Oh, jetzt aus dem Weg. So, komm. Hier. Boah, jetzt hier links. Komm, jetzt sind wir echt mal hier ein bisschen schneller. Ich sehe nichts. Okay. Oh. Alles klar. Okay. Ich habe ein gewisses Schadensmodell in den deutschen Autos auch ein bisschen besser gelungen. Das haben sie. Guck mal, das haben sie gut gemacht. Habe ich doch noch was Positives an den deutschen Autos gefunden. Das Schadensmodell ist irgendwie geiler. Das lässt sich besser eindrücken. So, der flüchtet schon, der ist schon im Fluchtmodus. Das heißt, es bringt eigentlich gar nichts, da sich jetzt groß dran zu hängen und sich zu bemühen. Achso, scheiße, habe ich Motorräder genommen, ne? Die Motorräder habe ich nicht ersetzt, weil Motorräder sind in GTA 5 immer so eine Sache beim Replacen. Motorräder lässt man lieber Vanilla drin, weil die sind sehr absturzanfällig. Ach, guck mal, der flüchtet schon. Okay. Bleiben Sie stehen. Okay, der flüchtet. Auf den Boden. Ey. Auf den Boden. Auf den Boden. Gehen Sie jetzt auf den Boden. Auf den Boden. Auf den Boden. Guck mal, sie haben so viele Polizisten um sich. Ey. Auf den Boden. So.
Mal noch ein paar Bilder hier fürs Thumbnail. Jetzt muss alle wegrennen, weißt du? Also so fotogen. Ach egal. Jetzt hab ich's verkackt. Ach guck mal, da ist schon der Transporter. Oder ist er der Kollege zumindest. Was hat denn der für eine Karre? Ich sehe gar nichts wie in den Lichtern. Außer einen wie wir, oder? Nee. Der hat einen anderen. So, ja, guck mal, sie können schon mal mitgehen. Was ist das hier für einer? Okay. Du bist frei? Ja, einigermaßen. Die Karre bei dem brennt. Oder raucht zumindest. Na gut, ich will mich nicht beschweren. So. Wir. Ist das Chrom? Ist das ein Chrom-Fahrzeug? Warte, dürfen wir eh mal reparieren. Haben wir, hast du wieder Licht da? Das ist doch Chrom, oder? Also man erkennt es jetzt nicht so. Warte mal, was ist denn mit dem da vorne los? Ich habe jetzt nicht gelesen, was mit dem los war da vorne, aber der hat auf jeden Fall irgendwas. Den halten wir mal an. So, Brake Lights hat er? Was hat denn der nicht? Der hat bestimmt Telefon oder so. Was hat denn der? Dürfte ich, oder hat der Unworthy Fahrzeug? Nee. Alles in Ordnung, oder? Mit dem Auto? So, also auf den ersten Blick. Okay, dann hallo. Wir fragen mal über ihre ID. Irgendwas stimmt hier nicht, hat uns die Leitung mitgeteilt. Ich kann jetzt gerade nicht erblicken, was da nicht stimmt. Aber sie heißt auf jeden Fall Samantha. Boah, der Name. Samantha Gomez. Boah, dieser Name zu schreiben, so in der Hektik, ne? License is expired. Ja, war doch so klar, ne? Sie haben eine Straftat begangen. Ihre Führerscheinlizenz ist ausgelaufen. Abgelaufen. Ihr Führerschein ist ausgelaufen. Steigen Sie mal bitte aus. So. Achso, genau. Ich nehme Sie fest, weil Sie Ihren abgelaufenen Führerschein hatten. Mein Gott, mein Deutsch ist heute wieder so richtig toll. So, ihr Auto werde ich natürlich abschleppen lassen, weil das kann ja nicht einmal am Straßenrand stehen. Und sie werden jetzt abgeholt von dem da, der uns zum Glück nicht umfährt. Pacific Bank heißt. Nein, das ist überhaupt nicht realistisch. Das machen wir dann wieder, wenn wir USA Edition haben, aber in Deutschland ist das wirklich unrealistisch. Also nicht unrealistisch, aber da, nee, das passt überhaupt nicht. So, der Abschlepper kommt, dann denke ich mal in den nächsten Minuten. Hoffe ich zumindest, ansonsten gibt es wieder Schläge. Oh, wird morgen? Wird's morgen? Ja, es wird wieder morgen. Oh, die Sonne geht auf. Über Los Santos. Wie heißt unsere Stadt eigentlich? In welcher deutschen Stadt spielen wir? Schreibt es mal in die Kommentare. Haut mal eure Vorschläge aus, ansonsten würde ich einfach sagen Berlin. Weil Berlin ist die Hauptstadt und außerdem sind die meisten Autos nach Berlin gerichtet. Huch, ich muss schnell rüber. Das heißt, es würde eh passen. So, was machen wir jetzt noch zum Abschluss? So, sind wir rein. Vehicles usual occupants wanted. Nee, komm, sowas möchte ich nicht nochmal. Wanted felon on the loose. Ja, ist zwar spannend, aber ich hätte gerne nochmal eine Verfolgungsjagd. Ja, Pacific Bankers hat man gerade schon. Können Sie damit jemand anderen nerven, aber nicht mich. So, ich muss auf jeden Fall nochmal jemanden an. Wow. Hier den Sapre. Das ist doch ein Sapre hier, oder? Ja, auf jeden Fall nehmen wir ihn an. Oh, das ging aber schnell. Das ist doch ein Sapre. Ein Sapre Turbo, oder? Oder irre ich mich jetzt da? Oh, okay. Alles klar. Wir haben es schon getriggert. Wir geben euch Verfolgung raus. Holen einen Kollegen. Und gucken, dass wir den kriegen. Nicht den Suspekt. Man kann, glaube ich, irgendwie rufen aus dem Fahrzeug. Oh Gott, der geht ab. Oh Gott, oh Gott. Okay, da hat ein kaputtes Hinterrad. Hat sich das an der Ampel kaputt gefahren. Okay, warte, wir fahren hier rein. So, komm, bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Raus, 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 raus. Ei. Scheiße. Okay, die kriegen den schon. Ey, jetzt steigt er ein. Oh Gott.
So, komm. Da oben ist auch schon ein News-Helikopter irgendwo. Bleiben Sie stehen, Sie haben keine Chance. Oh Gott. Okay. Komm, raus da. Genau so macht man das bestimmt in Deutschland. So, komm, auf den Boden. Okay, ich nähere mich. Bist du deppert? So. Und ich hole mir wieder einen Transporter. Alter, gibt euch die Delle, wie realistisch die halt irgendwie ist in den deutschen Autos. Das Schadensbild ist halt irgendwie viel geiler. Also das haben sie echt gut, also das Schadensbild haben sie echt gut hinbekommen. Also sowohl Rockstar als auch die von den Fahrzeugen, die das gemoddet haben. Ich glaube, die meisten sind wirklich von Top Mod selber. Oder wenn nicht sogar alle. Und das Schadensbild ist echt gut. Ich möchte, by the way, übrigens keine Werbung dafür machen. Sondern ich finde die Seite einfach an sich ziemlich cool. Also die Seite an sich ist voll unübersichtlich, aber die Mods, so schlecht sind sie jetzt auch nicht, sagen wir mal so. Ja, der trägt hier eine Stoßstange vor sich her. Gut, ich würde sagen, wir machen, warte, wir müssen mal kurz hier noch abschleppen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal fertig für heute. Die Stoßstange jetzt holen wir noch kurz hier an den Straßen und die wird später vom Abschlepper mitgenommen. Ich weiß gar nicht, zu welchem Auto die gehört, aber ist ja egal. Wir gucken mal, noch so einen Besen hätte irgendwie. Ey! Ist das nicht das Auto, was wir gerade angehalten haben? Naja, der kann machen, was er möchte. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Der macht hier gerade noch ein paar Sachen. Überfährt er gerade Leute? Nee. Aber egal. Ich sag dazu nichts mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von LSPD FR. Dann wieder in der Amerika Edition. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein, macht es gut. Tschüss.